So, nachdem wir nun den Logdecoder installiert haben, schließen wir noch diesen PowerPack Maxi von ISU an, Nummer 54672. Der wird uns helfen, schlechte Kontakte des Stromabnehmers zu überbrücken mit Strom. Also es ist sozusagen eine kleine USV, unterbrechungsfreie Stromversorgung, die dann immer noch Strom an den Logdecoder liefert, wenn wir hier mit dem Schleifer schlechte Kontakte haben. Oder zum Beispiel beim Überfahren von Weichen, in denen es ja auch stromlose Bereiche gibt. Hier hilft uns dann vermutlich, das muss ich jetzt noch austesten, dieser PowerPack. Genau, jetzt werden wir den mal öffnen. Ist hier verpackt in einer Decoder-Schachtel, Logdecoder, aber ist ja egal, Aufkleber draufgeklebt. So, hier ist er mit so einer Schrumpffolie isoliert, damit es ja keine Schlüsse gibt. Hier die drei Anschlusskabel. Hier wird das dann angeschlossen. Wir haben hier den LogSound 5 Decoder. Schwarzes Kabel auf Masse, rotes Kabel auf Plus und das weiße ist das Ladekabel zwischen den beiden an diesen Lötpunkten des Decoders. So, bevor ich jetzt beginne, lege ich mir wieder das ESD-Band an, um die elektronischen Bauteile zu schützen, damit es hier keine Zerstörung durch statische Aufladung gibt. Dann holen wir uns den Decoder aus der Lok. Und stecken den von der Adapterplatine ab. So. Vielleicht bekomme ich den Lautsprecher auch raus. Da geht er. So. Jetzt haben wir hier die Anschlusspunkte. Und die werde ich jetzt dann mit Litzen verzinken, um dann das Kabel anschließen zu können. So, jetzt bauen wir den Decoder wieder ein. Dieses Mal stecken wir ihn auch richtig. Hier steht es nämlich, dass ich das lesen kann. Decoder-Side. Wenn wir auf diese Seite den Decoder stecken, nicht auf die andere, so wie ich es beim ersten Mal machte. Also stecken wir ihn hier an. Bauen ihn hier ein. An diesen großen Loks. Man hat ja ausreichend viel Platz.
Nachdem wir den Log-Decoder programmiert haben, müssen wir auch noch einige CV-Werte für den PowerPack-Speicher anpassen oder zumindest mal überprüfen, ob die gemäß der Anleitung richtig sind. In der Anleitung sind einige CV-Werte angegeben, die wir anpassen müssen. Das seht ihr hier jetzt auf diesem Bildschirmausschnitt. Also ihr seht hier in dem gelben Bereich, damit das PowerPack auch funktioniert, muss der für die Ladung verantwortliche Funktionsausgang auf die Funktion PowerPack Control konfiguriert sein. Hierzu müssen wir den CV-Wert die CV 31 auf den Wert 16 setzen und den CV-Wert 32 auf den Wert 0. Und ebenso für den LogSound 5 Decoder, da ist der PowerPack ja auf dem AUX 9 Anschluss angeschlossen, den CV-Wert 339 auf 31. Das werden wir jetzt mal machen. Wir öffnen die Programmieroberfläche und unsere Logi 21 lesen wir mal aus den CV-Wert 31. Der ist auf dem Wert 16, das passt dann schon. Der CV-Wert 32 hat den Wert 0. Den müssen wir ändern. Nein, der passt auch. 32 ist gleich 0. Und den CV-Wert 339 lesen wir ihn mal aus. Den Wert 31, das passt auch, also alles entsprechend eingegeben. Und dann gibt es noch den CV-Wert 113, den lesen wir auch mal aus. In dem 113er CV-Wert können wir einstellen, wie lange bei einem Stromausfall der Speicher noch Strom oder Energie an den Motor liefert. Und zwar ist die werkseitige Einstellung 30, das bedeutet circa eine Sekunde. Und wenn man den Wert höher stellt, wird die Zeit länger. Und wenn man ihn kürzer stellt oder niedriger einstellt, wird sie kürzer. Ich stelle jetzt hier mal 60 ein, den Wert 113. Und dann werden wir das jetzt mal testen, denn jetzt haben wir alle CV-Werte eingestellt, ob dann dieser Powerpack auch korrekt funktioniert. Und um jetzt zu testen, ob dieser Powerpack-Speicher dann auch wirklich funktioniert, habe ich hier mal einen kleinen Versuch aufgebaut. Ich habe hier die Stromschiene mal weggenommen und setze den Motor jetzt mal auf diese zwei Bricks, damit uns die nicht wegfährt. Jetzt werde ich da mal den Motor starten und dann hier hinten den Schleifer abheben. Und dann, wenn der Powerpack weiterhin Energie liefert, müsste sich ja der Motor weiter drehen. Das testen wir jetzt mal. Also ich starte. Hier sieht man, der Motor dreht sich. Und wenn ich jetzt hinten abhebe, müsste der noch eine gewisse Zeit weiterlaufen. Jetzt testen wir mal. Genau, hat funktioniert. Also Speicher arbeitet einwandfrei. Nochmal testen.